B1.0. Nebenstehende Skizze zeigt das Trapez ABCD. Es gilt AB sind 7, BC 10 und AC 14 cm. Zusätzlich winkelt CAD sind 50 Grad und AB liegt parallel zu CD. Runden Sie auf folgendem auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1. Zeichnen Sie das Trapez ABCD und berechnen Sie das Maß Beta des Winkels CBA sowie das Maß Epsilon des Winkels BAC und Zwischenergebnissen auch angegeben. So, nochmal die wichtigen Größen markieren. Die stehen hier alle, wie groß AB, BC und AC sind, Winkel, CAD ist noch wichtig und auch AB liegt parallel zu CD, weil bei einem Trapez immer zwei Seiten parallel zueinander sind. Und natürlich auch wichtig, wenn man was rechnet, auf zwei Stellen nach dem Komma runden. So, B1.1, drei Aufgaben, einmal man soll zeichnen, dann Maß von Winkel CBA und Maß von Winkel BAC berechnen. Bevor wir anfangen mit Zeichnen, einfach mal in die Skizze reinschreiben, was alles bekannt ist. Wir kennen unten die AB mit 7 cm. Wir kennen die Strecke BC mit, wo steht die, 10 cm. Und die Strecke AC mit 14 cm. Zusätzlich kennen wir den Winkel CAD, das ist der hier, mit 50 Grad. Dann überlegen, wie kann man das zeichnen oder konstruieren. Da sieht man sofort, das Dreieck ABC ist nach dem Kongruenzsatz SSS aufgebaut. Alle drei Seiten sind bekannt. Also kann man zum Beispiel starten mit der Seite AB, 7 cm, dann Kreis um A mit Radius 14 cm und Kreis um B mit Radius 10 cm. Und da, wo sich die zwei Kreise schneiden, da ist der Punkt C zu finden. Wenn wir dann die Strecke AC haben, können wir darauf einfach den Winkel mit 50 Grad drauf zeichnen. Kriegen wir hier diesen freien Schenkel AD. Und jetzt kommt noch dieses Ding hier ins Spiel, nämlich AB liegt parallel zu CD. Also einfach hier mit Hilfe des Geodreiecks eine Parallele zu AB zeichnen. Und dann hat man schon das Trapez. So, ich wechsle jetzt in ein anderes Programm rüber, um das nochmal deutlich zu zeigen oder mit zu konstruieren. Also, wir haben den Punkt A. Dann, wie gesagt, die Strecke AB zeichnen mit 7 cm. Da ist dann der Punkt B zu finden. So. Dann Kreis um A mit Radius 14 cm. Jetzt ist die Strecke AC. Gibt dann hier so einen Kreisbogen rein. Und Kreis um B mit Radius, was waren es da, 10 cm. Es gibt dann hier so einen Kreis. Ja, den brauchen wir gar nicht vollständig zeichnen, weil man sieht ja sofort, hier muss irgendwo der Punkt C zu finden sein. So, den kann ich dann gleich verbinden. So, dann habe ich hier das Dreieck ABC. Als nächstes brauchen wir den Winkel CAD. Was ist der? Ja, CAD mit 50 Grad. Also nehme ich mein Geodreieck. Jetzt muss ich mit dem Computer ein bisschen rumfriemeln. Ja, so wird es auch passen. Also, hier habe ich den 50-Grad-Winkel und jetzt die letzte Eigenschaft, die Parallelität, nämlich CD ist parallel zu AB. Also nehme ich mein Geodreieck, hier muss ich jetzt die Parallele als Werkzeug auswählen, aber geht im Prinzip ja ganz einfach. Hier wird das Geodreieck angezeigt und dann durch den Punkt C hindurch die Parallele zeichnen. Und dann muss ich hier also meinen Punkt D befinden. So, mache ich die mal ein bisschen kleiner. Jawohl, dann sieht man hier das wunderschöne Trapez ABCD, vollständig gezeichnet. So, wir sind aber noch nicht fertig. Die Zeichnung trage ich jetzt später ein, hat man jetzt ja gesehen. Für die Rechnung orientiere ich mich jetzt nochmal an der Skizze oben, die reicht da vollkommen aus. Also, Winkel CBA. Erstmal überlegt, wo der ist. Das ist der Winkel hier. Und jetzt im Prinzip die Standardfrage. Wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel drin. Da bietet sich nur ABC an. Dann, zweite Frage, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Wenn ja, funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Wenn nein, funktioniert nur Sinussatz und Cosinussatz. Wir haben keine Ahnung, ob es rechtwinklig ist. Das sieht mal nicht so aus. Also nutzen wir Sinussatz oder Cosinussatz. Jetzt müssen wir überprüfen, welcher dieser zwei Sätze funktioniert denn. Sinussatz brauche ich zwei Winkel und zwei Seiten.
Dadurch, dass wir in dem Dreieck keinen Winkel kennen, fällt der Sinussatz also automatisch schon mal weg und der Cosinussatz bleibt übrig. Der arbeitet ja mit drei Seiten und einem Winkel und das ist genau das, was wir brauchen. Also Winkel CBA. Lässt sich über den Kosinussatz berechnen. Und zwar beginnt der Kosinussatz immer mit der Seite, die gegenüber dem Winkel liegt. Ja, hier brauche ich jetzt den Winkel CBA, den hier unten. Gegenüber liegt die Seite AC, also beginnen wir auch mit AC. AC Quadrat ist gleich jetzt die beiden anderen Seiten. AB Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal AB mal BC mal Cosinus des Winkels, was war nochmal, CBA. Ja, man kann ja auch Beta schreiben, ich benutze die Darstellung lieber. Einsetzen, was bekannt ist. Wir kennen AC mit 14. Also 14 Quadrat ist gleich, AB sind 7 und BC waren 10. Also 7 Quadrat plus 10 Quadrat minus 2 mal 7 mal 10 mal Cosinus von und zum gesuchten Winkel CBA. So, wer einen Taschenrechner hat, der diese Gleichung schon lösen kann, darf man gerne eingeben. Ansonsten jetzt mit Hilfe von Äquivalenzumformungskriterien umformen. Funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich mache jetzt mal alles auf einen Schritt. Man kann natürlich auch nacheinander alles durchgehen. Wenn es interessiert, einfach den Kosinussatz nochmal etwas näher anschauen. So, auf der linken Seite haben wir also 14 Quadrat. So, und im Prinzip muss ja dieser ganze Teil hier vom Kosinussatz auf die linke Seite rüber. Erst kommt die Strichumformung, das heißt 7 Quadrat plus 10 Quadrat muss auf die andere Seite mit minus 7 Quadrat und minus 10 Quadrat. Der Teil hier ist mit einem Mal angebunden, also muss er mit geteilt auf die andere Seite. Deswegen habe ich hier schon mal den Bruchstrich geschrieben, weil ich das dann einfach in den Bruch unten reinschreiben kann. So, zu guter Letzt steht hier noch ein Cosinus davor. Das lösen wir mit Cosinus hoch minus 1 auf. Jetzt muss ich nur den Teil ein bisschen rüberschieben, damit es auch Platz hat. Und dann wäre jetzt das die Formel, die man eigentlich in jeden Taschenrechner eingeben kann. So, dann drücke ich auf Ist gleich. Und was kommt da jetzt als Lösung raus? Im Prinzip eigentlich das, was hier dran steht in der Aufgabe, die 109,62. So, wir sind noch nicht fertig, wir brauchen noch den Winkel BAC. Wieder überlegen, wo liegt der? Das ist der hier, BAC. Wieder gleiches Spiel, ist es Dreieck rechtwinklig? Nö, ist ja das gleiche. Also funktioniert nur Sinussatz und Kosinussatz. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn beim BAC schon, CBA schon der Kosinussatz funktioniert hat, funktioniert bei dem natürlich auch der Kosinussatz. Anders könnte man auch sagen, bei dem Dreieck, den Winkel CBA kenne ich ja nun, also funktioniert jetzt im Prinzip auch der Sinussatz. Also den kann ich auch anwenden. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Welche man davon benutzen möchte, steht eigentlich einem offen. Müssen beide zum Ziel führen. Ich benutze jetzt nochmal den Kosinussatz. Also was brauchen wir? Winkel BAC. Wir fangen wieder mit der Seite an, die gegenüber des vom Winkel liegt. Das ist diesmal nicht mehr diese Seite, sondern die liegt jetzt gegenüber vom Winkel. Also brauchen wir mit BC. Müssen wir mit BC beginnen. BC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, AB Quadrat plus AC Quadrat minus 2 mal AB mal AC mal Cosinus von Winkel BAC einsetzen. BC, das waren, glaube ich, die 10 cm, ja genau, da habe ich es stehen. 10 Quadrat ist gleich, AB waren 7, AC waren die 14. Also 7 Quadrat plus 14 Quadrat minus 2 mal 7 mal 14 mal Cosinus von BAC. So, den Winkel will ich wieder rausfinden. Also entweder das wieder in Solver eingeben oder die Umformung wieder durchführen.
Ja, 10 Quadrat minus die beiden da, also minus 7 Quadrat minus 14 Quadrat Bruchstrich. Jetzt wird durch das da geteilt. Minus 2 mal 7 mal 14. Ja, und Cosinus hoch minus 1 habe ich ja schon hingeschrieben. So, das gibt mir jetzt wieder ganz normal einen Taschenrechner ein. Und dann müsste jetzt hier der zweite Winkel rauskommen. Ich kontrolliere es lieber nochmal nach. Sind 42,29 über den Kosinussatz, also sogar noch leicht anders wie mit dem Sinussatz. Ja, die Musterlösung hat hier mit dem Sinussatz gerechnet, deswegen kommen 42,28 raus. Mit dem Kosinussatz sind es 42,29. Stimmt aber genauso. Da brauchen Sie jetzt keine Gedanken machen. Nur am besten wäre mit dem Winkel weiterrechnen, der hier in der Aufgabe auch angegeben ist. So, das war die Aufgabe. Alle drei Teilgebiete erledigt, zeichnen, Winkel berechnen und die beiden Winkel berechnen.